Günter Hell erlebt derzeit seinen zweiten Frühling. In den ersten 6 Meisterschaftsspielen musste der 34-jährige Torhüter des HC Bozen erst 6-mal hinter sich greifen. Mit unglaublichen 96,7% an gehaltenen Schüssen führt Hell nach dem ersten Sechstel des Grunddurchgangs die Statistik an. Dabei ist das Niveau der Torhüter in dieser Saison besonders hoch. Sebastian Aubin, Josh Todiman, Justin Pogge oder Andrew Raycroft haben allesamt bereits in der NHL gespielt und hinken ebenso wie Adam Dennis, Jordan Parise oder Frank Doyle dem einzigen einheimischen Schlussmann hinterher. Das Niveau von den Tormannen war auch in den letzten Jahren war konstant, sind einfach konstant super Torhüter nach Italien gekommen. Natürlich, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Statistik gar nicht, gewusst. Da haben wir denken können, dass sie ziemlich gut ist. Aber wie gesagt, es sind erst 6 Spiele vorbei. Deswegen will ich darüber auch gar nicht viele Gedanken verschwenden. Der ehemalige Nationaltorhüter, der in den vergangenen 2 Jahren nur 9 Spiele bestritten hat, weiß ganz genau, dass die wenigen Gegentore nicht nur sein Verdienst sind. Ich glaube, Tormann ohne Verteidigung ist gar nichts wert. Aber genauso, ich würde jetzt nicht leicht auf die Verteidigung. Natürlich, was die 4 Verteidiger momentan an Überstunden leisten, das ist schon gewaltig. Und sie lassen auch in der letzten Minute nicht nach. Also von dem her, das zeigt einfach, dass sie die Hausaufgaben im Sommer gemacht haben. Und man muss aber auch nicht vergessen, mittlerweile Eishockey, das geht nicht leicht. Verteidigung, Tormann, Stürmer. Verteidigung tut auch die gesamte Mannschaft. Also die Stürmer müssen genauso zurückkommen. Ist oft sogar gleich wichtig wie die Verteidiger, weil von hinten Druck kommt von den Stürmern, dann ist es auch für die Verteidiger einfach. Ich glaube, das ist eben zusammen und das momentan passt. Seine Mitspieler sind sehr angetan von den bisher gezeigten Leistungen ihres Torhüters und wissen, wem sie den gelungenen Saisonauftakt zu verdanken haben. Er spielt gut mit dem Puck. Hell kann er ziemlich gut. Es ist ja fein, wenn oft mal ein paar Stürmer im Puck reinschießen. Er stoppt ihn hinten da oder er geht aus und schießt den Puck gleich oder spielt ihn gleich. Und das ist schon wichtig für einen Verteidiger, auch, weil du weißt, kannst dich verlassen auf ihm und wahrscheinlich auch ein ziemlicher Leader in der Kabine. Der Günther hat bis jetzt super gehabt. Er hat bis jetzt eine super Saison gemacht und er hat sich auch verdient, als erster Tormann in Bozen zu agieren. Ich glaube, es war zwar die ganze Mannschaft daran beteiligt, dass wir so wenig Gegentore gekriegt haben, aber der Günther hat sicherlich einen Hauptanteil daran. Günther Hell hatte am 18. September maßgeblichen Anteil am 4. Supercup-Gewinn des HC Bozen. Beim 4:30 nach Penaltyschießen gegen Cortina wurde der bisherige Edelreservist zum Matchwinner und entschärfte im Shootout alle 4 Versuche der Ampezaner. Mit Sicherheit hat es mir viel Selbstvertrauen gegeben, das ist mal ganz sicher. Und Jana wusste, jedes Spiel, das ich spiele, desto mehr ich spiele, desto mehr komme ich wieder in die Routine rein. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, 80% ist mittlerweile, vor allem bei einem Tormann, spielt sich im Kopf ab. Und deswegen war der Sieg in Cortina sicher der Grundstein für die anderen Spiele. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es immer noch Sachen zu verbessern. Und deswegen trainieren wir auch jeden Tag, ich persönlich auch. Ich bin froh, eben, dass in den letzten Jahren ich sicher mit Matt Saber war sicher ein Tormann, der technisch einfach sehr hohes Niveau gespielt hat. Und allem noch ist. Und das zeigt jetzt auch die Resultate, die er in Wien hat. Und mit Sicherheit im Laufe der Jahre habe ich viele gute Torhüter gehabt, von denen ich so schauen kann, teilweise auch Trainer. Und deswegen glaube ich, bin ich allem noch nicht am Zenit angelangt. Günter Hell hat in den vergangenen Jahren oft bewiesen, dass er Spiele oder sogar Meisterschaften im Alleingang entscheiden kann. Und trotzdem wurde ihm immer wieder ein ausländischer Torhüter vor die Nase gesetzt. Hell hat darüber seinem Unmut oft freien Lauf gelassen. Heute sieht er die Dinge viel nüchterner. Das bringt, glaube ich, das Alter mit sich und die Familie und die Kinder. Und dass man ausgeglichen einfach wird. Früher war ich Sicherheit, habe auch hier und da meine Fehler gemacht. Ich glaube, das gehört zur Karriere, ist das ganz normal. Man wächst mit, man wird reifer. Wie gesagt, die Familie spielt da eine große Rolle, dass man einen Ausgleich hat. Mittlerweile bin ich auch berufstätig und also bin ich auch andersweitig sehr ausgelastet. Von dem her viele Faktoren haben dazu beigetragen, dass ich nicht mehr so schnell die Fassung verliere. Wie gesagt,
Es war nicht allemal mein Fehler, aber teilweise waren auch sicher auch hier und da meine Schuld, dass ich vielleicht ein bisschen lieber reagiert habe. Trotz seiner grandiosen Leistungen in den bisherigen Spielen wird schon bald ein ausländischer Torhüter zum HC Bozen stoßen. Für Günther Hell ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube, wie ich vom ersten Tag gesagt habe, wir brauchen eine komplette Mannschaft. Zur kompletten Mannschaft gehören ein paar Tormänner dazu. Ich glaube, wir haben zwar mit Max Kamin jetzt eine super Auswahl. Ich glaube, wir haben sie noch sicher einen guten Tormann geholt. Wobei ich allem gesagt habe, ich habe gar nichts gegen einen Ausländer. Im Gegenteil, wenn er alles, was die Mannschaft besser macht, ist willkommen. Und dann muss der Trainer entscheiden, wer im Moment besser ist. Wichtig ist leider, dass die Mannschaft erfolgreich hat. Alles andere, glaube ich, wäre mein Alter vermessen. Es geht leider mehr um ein Gewinnen, oder nicht? Der Familienvater bricht auch eine Lanze für seine jüngeren Torhüterkollegen. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir in Italien eigentlich gute Torhüter haben, die uns leider bis jetzt nicht so das Vertrauen haben gekriegt. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Andreas Bernhard, der hat letztes Jahr in der SM-Liga gespielt. Und ich glaube, in jedem anderen Land wäre der bei einer WM sicher zum Einsatz gekommen. In Italien dicken die Uhren leider wie anders. Und leider Gottes ist das so. Aber wie gesagt, für die Zukunft bin ich sicher, ziemlich sicher, dass der eine oder andere Torhüter sich durchsetzen wird. Hell hat sich längst durchgesetzt. Er muss niemandem mehr etwas beweisen, sondern kann seinen zweiten Frühling in vollen Zügen genießen.